Der ist so stark, dass er braucht keine lokale Betäubung. Ich bin heute mit Dino bei Grafikidee. Wir finalisieren die Eisbad-Kollektion, die bald released wird. Ich freue mich sehr darauf. Das ist das erste Shirt. Habt ihr schon einen Sneak Peek gehabt? Und es kommen noch zwei weitere Shirts, Mützen, alles, was dazugehört und was ihr für das Eisbad benötigt. Aber wir müssen jetzt gleich in die Stadt, denn ich habe ein kleines Problem mit meinem Ellbogen und der muss aufgeschnitten werden heute. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zu Dr. Basir fahren. Dicker Schatz, Alter, komm mal her mit deinem dicken, fetten Bollerkopf. Ja, da freust du dich, gell? Hast du so viel Glück gehabt. 2 Jahre an der Kette und jetzt bist du hier. Wir sind zum Arzt angekommen. Was denn überhaupt passiert mit deinem Ellbogen? Hier, ich habe eine Entzündung im Ellbogen. Am Anfang dachte ich Staphylokokken, habe dann einen Abstrich machen lassen, einen Schnelltest. Das war negativ, aber das Ding ist gewachsen. Bin 2-mal zum Sparring gegangen, 2-3 Kicks drauf bekommen und jetzt hat es fast Kopfgröße erreicht. Ich denke, es ist bereit, aufgeschnitten zu werden. Hast du irgendwo dann jetzt im Wald irgendwas gemacht? Nee. Nach dem Training kam eine Schramme. Dann habe ich 1-2 Tage gewartet, dann ist es ein bisschen dicker geworden, dann bin ich wieder trainieren gegangen und dann ist es geplatzt einfach. Genau, das ist eine Phlegmone, ne? Mit Bindegewebeentzündung. Mhm. Da sieht man schon das Eiter drin und dann muss ich jetzt auch dann da hier aufmachen. Machst du ganz einfach. Ich pick's einmal, ich weiß, du bist stark. Ich werde auch deine lokale Betäubung durchführen. Das heißt, da werde ich fixen und nach so 2 Sekunden, 10 Sekunden ist das komplett betäubt. Ich schneide einfach, wirklich. Es ist wirklich, du weißt, ohne Betäubung. Du hast dein Schienbein auch gemacht. Ich weiß. Ist kein Problem. Okay, wenn du so einfach so willst. Nein, dann ich mag das nicht, wenn alles taub ist, weißt du? Okay, leg dich hin, mein Freund, leg dich hin. Was sagst du zu keiner Betäubung? Muss man sich das antun? Nein, ich finde es auch nicht schlimm, sich ein bisschen Lidocain zu initiieren. Infektionsmittel, durch der Schrecken. Und du denkst auf jeden Fall eine bessere Idee ohne Betäubung. Im Gesicht ist ganz schlimm bei mir, das hasse ich, wenn mein ganzes Gesicht taub ist. Aber auch sonst am Körper. Ich meine, es ist ein kleiner Schnitt, ob ich mich jetzt pieksen lasse oder schneiden lasse, ist dann auch kein Unterschied mehr. Ich habe auch dann ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt, auch dann Schienbein war auch ein kleiner Abszess. Der braucht keine lokale Betäubung. Der ist so stark, dass er braucht keine lokale Betäubung. Einfach sagt, Doktor, schneid auf, fertig, aus. Ne? Also das ist ganz einmalig hier bei mir, weil ich jetzt seit 32 Jahren Chirurgie betreibe. Aber ich habe viele Patienten und alle sind so eine Angsthase, die wollen alle lokale Betäubung. Der ist der Einzige, der sagt, keine lokale Betäubung, Doktor, aufschneiden. So, Achtung. Ja, hör mal, das ist so scharf, das spürt man nicht mal, dass da geschnitten wird. Wir sind fast fertig. Das ist einfach ein ganzes Loch im Arm. Richtig. Aber es ist normal, es muss alles raus. Das ist ganz normal, richtig. Der ganze Schmodder muss raus. So sieht das aus. Wir sind fast fertig. Ich habe schon auch dann jetzt auch komplett aufgemacht. Und jetzt kriegt auch dann eine spezielle Salbenverband, die sogenannte PVP-Salben. So tief bin ich reingegangen. Ne? So, dieses Medikament kommt jetzt hier rein. Gegen die Staphylococcus aureus, ne? Da gibt es viele Staphylococcus da drin. Siehst du? Das ist wie Drive-In hier bei Dr. Basir. Kommen, bestellen und wieder gehen. Ich habe doch gesagt, ich habe recht gehabt. Also mein Freund, der spürt gar nichts und das ist gut so. Also ich werde auch dann ihn sowieso dann morgen hier kurz untersuchen. Mhm. Morgen, der kommt auch dann ohne Termin zu mir. Ich bin zwischen 10 und 12 hier in der Praxis. Also alles ist gut. Sauerstoffsättigung, ich habe noch nie 100 gekriegt bei niemandem. Ja? Da gibt's nichts. Aber cool, dann habe ich auch noch Rekord gebrochen. Bin der Erste mit 100% Sauerstoffsättigung. Das ist nebenbei noch Rekord aufgestellt. Ich bin noch nicht fertig. Kein Problem. Wenn schon, denn schon. Schon bereit. So. Danke, Dr. Basir. Mein Lieber, nicht dafür. Wir besuchen jetzt Katharina. Die macht schon ihr Gewicht für ihren Titelkampf am Samstag in Oberhausen. Wenn ihr den Vlog seht, hat Katharina schon ihren Titel erfolgreich verteidigt und der Titel ist in Frankfurt. Alles gut? Ja, bei dir. Gut, danke dir. Grüß dich auf Samstag. Natürlich. Ich bin froh, wenn jetzt morgen die Waage vorbei ist. Dann wird erstmal richtig reingehauen. Aber umso mehr freue ich mich drauf, endlich Samstag wieder in den Cage steigen zu dürfen. So, man braucht natürlich einen Code, um ins Gym zu kommen. Jawohl. Oh, ist ein Zeichen, dass ich Sparring machen soll eigentlich. Schienbeinschoner wollen aus der Tasche raus. So, ich bin jetzt vor 2 Stunden. Ist mir jetzt alles entfernt worden aus dem Ellbogen. Trotzdem gehe ich trainieren. Ich versuche natürlich nicht hardcore zu schwitzen. Versuche die Intensität anzupassen, leicht zu trainieren, bisschen Muskulatur ansteuern und danach fühle ich mich sehr gut und es wird meiner Regeneration auf jeden Fall helfen. Kommen wir
noch zur ersten Frage. Flashcrafter schreibt, hallo Stefan, wie stehst du zu Kindern, größer 14, also älter 14 und Kraftsport? Während es in Deutschland normal ist, dass bereits die Jüngsten ab 4 Jahren in breiten Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Turnen etc. unterwegs sind. Ja, Kraftsport ist auf jeden Fall im richtigen Maß, mit der richtigen Intensität, mit der richtigen Gewichtswahl etwas Gutes. Motorische Fähigkeiten, Knochendichte, Kraftzuwachs hat alles einen positiven Effekt auf den Wachstum des Kindes. Ich glaube, in Deutschland ist es einfach nicht so etabliert wie in den Staaten zum Beispiel, wo man College Wrestling, College Football hat, wo die Kinder ganz anders an Sport herangeführt werden. Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland auch so ist, denn Athletenschule ist genauso wie die normale Schule essentiell für die Entwicklung jedes Kindes. Stefan, wir nutzen deine Pausen einfach für die nächste Frage. Sei modern, schreibt, hi Stefan, hast du auch das Problem von Muskelasymmetrie? Meine Muskeln wachsen am kompletten Körper asymmetrisch. Kannst du mir Tipps geben, wie ich dagegen wirken kann? Ja, also erst einmal ist es ganz normal, dass unsere Körperhälften nicht komplett symmetrisch sind. Das rührt alleine daher, dass wir ja im Alltag viele Dinge mit unserer rechten Hand oder linken Hand, je nachdem, ob wir Rechts- oder Linkshänder sind, ausführen. Das heißt, hier haben wir schon mal eine unterschiedliche Belastung, die dazu führt, dass wir auf einer Seite koordinativ begabter sind und auf der anderen Seite nicht. Aber du kannst es im Training ja ganz normal einbauen, dass du vielen Dingen nachgehst, wo du merkst, okay, meine linke Seite ist nicht so stark oder meine rechte Seite ist hier nicht so stark. Das kann man ganz normal aufbauen. Und ansonsten helfen dir natürlich auch gezielte Trainingseinheiten mit Physiotherapeuten oder Osteopathen, die sich genau auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Hat sich verabschiedet. Kommen wir zur nächsten Frage. Dirty Pleasure schreibt, ist es nicht völliger Schwachsinn, kiloweise Gemüse zu sich zu nehmen? Die Nährstoffe, die der Körper aufnehmen kann, sind doch begrenzt. Alles andere verschwindet in der Toilette. Ja, aber wenn wir so gehen, dann würden wir wirklich nur den minimalsten Teil zu uns nehmen, in der Annahme, dass das dann für unseren Körper reicht. Logischerweise führen wir so viel zu, dass wir sicherstellen können, dass unser Körper genügend bekommen hat. Denn du weißt ja nicht, was der Körper alles verstoffwechselt in dem Moment. Unser Verdauungstrakt ist ein sehr sensibles Organ. Das Immunsystem ist nah verknüpft mit dem Verdauungstrakt, mit unserem Darmbiom. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, genügend zuzuführen, um sicherzustellen, dass wir die perfekte Zufuhr am Ende haben von Vitaminen, Mineralstoffen, alles, was der Organismus benötigt, um perfekt zu funktionieren. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Natürlich trotzdem alles in Maßen, denn Verdauung ist natürlich auch anstrengend für den Körper und kostet Energie, aber ihr solltet hier auf keinen Fall sparen. Und auch noch eine Frage, die oft gestellt wird. Natürlich esse ich auch festes Gemüse. Das heißt, ich presse nicht nur Saft und das ist rein eine weitere Verarbeitungsmethode, wie ich Phytonährstoffe, Vitamine und Co. zuführen kann. Flashcrafter hat das Paket gewonnen für die Frage mit dem Sport, Kraftsport für Jugendliche. Du hast das T800-Paket gewonnen. Auch diesmal verlosen wir natürlich wieder ein T800-Paket. Schreibt eure Frage unten in die Kommentare. Die besten Fragen mit dem Mehrwert für die Community werden aufgegriffen und wir küren natürlich wieder den Gewinner für das T800-Paket. Also unten in die Kommentare reinschreiben und ihr seid automatisch mit dabei. Viel Spaß, Flashcrafter, mit deinem Paket. Wir haben jetzt ein richtig gutes Training gehabt, 35 Minuten insgesamt, haben uns körperlich ein bisschen betätigt. Danach fühle ich mich gut, ist fürs Wohlbefinden, für die Lebensqualität. Ich habe nicht krass geschwitzt, mein Blutdruck hat sich nicht krass erhöht, ich bin nicht bis zum Muskelversagen gegangen, aber ich habe trotzdem die Benefits aus dem Training bekommen. Mein Hormonsystem ist stimuliert worden. Das heißt, was ich euch damit sagen möchte, passt euer Training an, ihr müsst nicht immer 100% trainieren oder gar nichts machen. Es gibt einen goldenen Mittelweg, passt das Ganze an.
Euer Körper wird es euch danken. Vielen lieben Dank an Dr. Basir Osman, dass er mir geholfen hat mit dem Arm und meinen Arm sozusagen aufgeschnitten hat, dieses ganze Material, was dort drin war an Gewebe, was entzündet war, entfernt hat. Hat mir sehr geholfen, habe ich hier mal Glück und Unglück gehabt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog. For the winner, by unanimous decision, and still, Okta!